In diesem Video geht es um die 5 besten Tipps, um deine Abendroutine zu verbessern bzw. um nachhaltig deinen Schlaf positiv zu beeinflussen. Hi und herzlich willkommen im neuen Video. Falls du neu auf dem Kanal bist, mein Name ist Timo Osterhaus. Ich bin Arzt und Experte für ganzheitliche Gesundheit. Und heute beschäftigen wir uns mit den 5 wichtigsten Tipps zum Thema Schlafroutine. Grundsätzlich beschäftigen sich diese 5 Tipps damit, was du vor dem Schlafen, während dem Schlafen und nach dem Schlafen am besten machen solltest. Das heißt, der erste Tipp dreht sich darum, wann du überhaupt ins Bett gehen solltest. Der zweite Tipp, was du direkt vor dem Schlafengehen machen solltest, wenn es um das Thema Technik geht. Der dritte Tipp dreht sich darum, was mit dem Thema Essen ist. Der vierte Tipp dreht sich darum, welche Temperatur in deinem Schlafzimmer sein sollte. Und der fünfte Tipp, was du überhaupt alles in deinem Schlafzimmer bzw. direkt neben deinem Bett haben solltest. Starten wir direkt mit dem ersten Tipp. Wann gehst du zu Bett oder wann ist die beste Zeit, zu Bett zu gehen? Grundlegend schwierig zu sagen, denn es gibt eigentlich so mehrere Schlaftypen. Grundlegend kann man so in Eulen und Lerchen unterteilen, sprich die, die früh ins Bett gehen und die, die spät ins Bett gehen bzw. so nachtaktiv sind. Und da ist es so, dass du dich im allerbesten Fall natürlich nach deiner Natur richtest, sprich danach, womit du am besten klarkommst. Realistisch gesehen und für den Alltag praktisch zum Umsetzen ist natürlich eigentlich nur das relevant, was in deinen Alltag auch wirklich integrierbar ist. Das heißt, wenn du einen Job hast, wo du um 7 Uhr sein musst oder um 8 sein musst, dann kannst du natürlich nicht um 1 Uhr ins Bett gehen, weil du solltest schon darauf achten, dass du so 7 bis 8 Stunden am Stück schläfst, weil wir brauchen Regeneration. Im Schlaf bzw. nachts fallen verschiedene Hormonsysteme weg. Und dadurch führt das Ganze dazu, dass unser Immunsystem aktiver wird nachts. Das heißt, wenn du dich morgens eher ausgelaugt fühlst, wenn du das Gefühl hast, so deine Muskeln, deine Gelenke sind eher steif, du brauchst irgendwie so eine halbe, dreiviertel Stunde Zeit, um wieder in Gang zu sein, kann es sein, dass dein Immunsystem nachts sehr viel Energie verbraucht, denn es ist ein aktiver, energiekostender Prozess, mit dem dein Immunsystem quasi alles bekämpft im Körper, beziehungsweise aktiv ist. Und deswegen könnte das ein Symptom sein. Ist natürlich kein Muss, aber wäre eine Möglichkeit. Und deswegen am besten nach der Natur richten, wenn es aber natürlich von deinem Alltag her vorgegeben ist, du nicht selbstständig bist, dann gerne einfach versuchen, den Schlaf vom Timing her so zu regeln, dass du 7 bis 8 Stunden mindestens schlafen solltest. Schlafdauer, kann man auch sagen, ist einer der häufigsten Faktoren, warum Menschen in so eine Art Übertraining geraten. Das heißt, es gibt eigentlich nicht Übertraining, gibt es natürlich schon, aber die wenigsten Menschen geraten wirklich in ein Übertraining, sondern geraten nur in ein Regenerationsminimum, weil sie zu wenig schlafen, weil die wenigsten Leute Schlaf als wirkliche Priorität ansehen. Kommen wir zu Punkt Nummer 2. Und hier dreht sich alles um das Schlafhormon Melatonin. Melatonin, musst du dir vorstellen, ist so dein körpereigener Antriebsstoff für das Thema Schlafen. Nennt sich Melatonin, ist das Schlafhormon und ist eben ganz, ganz wichtig, um deine Einschlafzeit zu verkürzen und dir dabei zu helfen, schneller einzuschlafen. Und Melatonin wird eben so produziert, wir haben einen sehr, sehr, sehr sinnvollen Prozess in unserem Auge bzw. in dem Rezeptor in unserem Auge. Und da ist es so, dieser Rezeptor nennt sich der Melanopsin-Rezeptor. Und wenn Licht, vor allem blaues Licht, und jetzt abgesehen davon, dass das Licht für dich nicht immer blau sein muss, stell dir mal so eine ganz helle LED-Leuchte vor, da ist sehr viel blaues Licht drin, sehr wenig gelbes Licht. Und da ist es so, dass wenn Licht auf diesen Rezeptor fällt, dann ist das ein Trigger für dein System, kein Melatonin zu produzieren, denn der Körper denkt ja aufgrund des Rhythmuses, der lichtgesteuert ist, dass du eigentlich wach sein solltest, weil du sehr viel von diesem Licht auf deine Netzhaut bekommst. Und das ist eben etwas, was du versuchen solltest, mindestens eine Stunde vorm Zu-Bett-Gehen zu vermeiden. Das heißt, keine Handys, keine Laptops, keine Fernseher. Versuch, wenn du wirklich in einer Umgebung wohnst oder lebst, wo sehr, sehr viele LED-Leuchten sind, das Licht entweder auszumachen, Kerzen anzumachen oder auf gelbes Licht umzusteigen. Wenn das alles nicht gehen sollte, weil du das Problem hast, dass du irgendwie nachts arbeiten musst, dass du den Laptop brauchst, dass du noch für eine Klausur lernen musst oder sowas, dann kann ich dir nur empfehlen, eine Blaulichtblockerbrille zu nutzen. Das sind so Brillen, die haben so gelbe, orange bis ganz rote Gläser und die filtern
das blaue Licht raus. Du siehst aber dann alles auch in Gelb, Orange oder in Rot. Das ist am Anfang, kann das ein bisschen fremdlich sein, hat man sich nach 10 Minuten eigentlich dran gewöhnt und dann sieht man das irgendwann nicht mehr. Und grundlegend sorgt das eben dafür, dass das blaue Licht rausgefiltert wird und du dadurch mehr Melatonin produzieren kannst. Was du ebenfalls machen könntest, ist, auf Melatonin als Supplement zurückzugreifen. Es gibt Melatonin-Sprays, es gibt auch Lutschtabletten. Ich kann dir aber empfehlen, auf ein liposomales Produkt zurückzugreifen. Das heißt, etwas, was direkt unter der Zunge aufgenommen wird, da ist Spray eigentlich die gängige Wahl. Ich verlinke dir mal ein paar Produkte unten in der Beschreibung. Grundlegend ist es natürlich so, dass Melatonin sehr, sehr, sehr gut ist, aber nichts, was du jeden Tag anwenden solltest, vor allem nicht über mehrere Monate. Wenn du natürlich mal eine Phase hast, wo du sagst, hey, wichtige Klausurphase, gerade extrem stressig, dann kannst du das ruhig auch mal 3-4 Wochen nehmen, aber ich würde schon versuchen, immer wieder Pausentage einzubauen. Denn, wie gerade eben schon gehört, es gibt andere Mechanismen, um dafür zu sorgen, dass Melatonin mehr produziert wird. Ein weiteres Supplement, was du auch für deine Schlafroutine nutzen solltest, ist das Thema Magnesium. Hierzu ganz viel auch bei Instagram bei mir, findest das unten in der Beschreibung, weil ganz viel über das Thema Magnesium schon gesprochen haben. Ganz wichtig, versuche auf den Magnesiumkomplex zurückzugreifen, wo verschiedene Inhaltsstoffe bzw. Magnesiumformen drin sind. Wenn du dir dazu ein Video wünschst, auch sehr gerne in die Beschreibung und Produkte dazu verlinken wir dir auch wieder unten. Kommen wir zu Punkt 3 und der besagt, ungefähr 100 bis 120 Minuten vor dem zu Bett gehen, keine große Mahlzeit mehr zu sich zu nehmen. Denn du möchtest die Energie, die du benötigst, nachts zum Regenerieren, zum Schlafen eigentlich nicht primär dafür nutzen, um letzten Endes ständig zu verdauen. Es gibt Studien, die zeigen, dass gerade durch spätes Essen der BMI weiter nach oben steigt. Es gibt aber auch gegenteilige Studien, die zeigen, es kommt eigentlich dann mehr auf den Kalorienbedarf an, beziehungsweise auf das, was man am Tag zu sich genommen hat. Rein vom Gefühl her und das, was gerade auch die ganzen Werte sagen, das ist jetzt meine persönliche Erfahrung, wenn ich das Ganze tracke, sehe ich auch ganz klar, dass meine Herzratenvariabilität, also meine HRV, meine Werte für Stress bzw. für Regeneration besser sind, wenn ich nicht direkt vor dem zu Bett gehen eine große, schwer verdauliche Mahlzeit zu mir nehme. Punkt Nummer 4 geht es um die Temperatur in deinem Schlafzimmer. Und die sollte, ich weiß nicht, ob du es schon weißt, aber eher kühl sein. Das heißt, sehr gerne mit offenem Fenster schlafen, egal ob im Winter oder im Sommer. Versuch, dass es um dich herum, du kannst dich ja in deine Decke einkuscheln, wie du das möchtest, aber dass die Grundtemperatur des Raumes eher kühl ist. Bei mir ist es so, der einzige Raum eigentlich außer dem Keller, wo die Heizung nie an ist, ist immer das Schlafzimmer. Und kommen wir zu Punkt 5. Punkt 5 dreht sich darum, was in deinem Schlafzimmer, in deinem Ruheraum, direkt neben deinem Kopf, auf dem Nachttisch oder grundlegend auch so in diesem Raum zu finden sein sollte. Eigentlich was zu trinken, am besten ein Glas Wasser, damit du, wenn du Durst hast, nachts was trinken kannst oder auch vor allem am nächsten Morgen direkt etwas trinken kannst. Vielleicht im optimalen Fall ein Tageslichtwecker, so dass der dich mit wirklichem Tageslicht weckt. Das ist das, was ich benutze. Kannst du dir auch mal in der Morgenroutine anschauen, da haben wir sehr viel schon darüber gesprochen. Und ansonsten eigentlich nicht so viel. Denn gerade alles, was zum Thema Strahlung dazu kommt, sei es jetzt Handys oder Laptops oder sogar ein Fernseher, sind nicht nur Dinge, die dich vom Schlafen abhalten. Na, du kennst es vielleicht so, man geht ins Bett und sagt so, yo, jetzt gehe ich ins Bett und dann hängt man irgendwie doch nochmal eine Dreiviertelstunde per Instagram, guckt sich ein paar Videos an und eigentlich ist das Zeit, die man auch hätte nutzen können zum Schlafen, aber wenn du das Handy dann auf den Nachttisch legst und das Handy dann die ganze Zeit auch auf anlässt, erstmal kann dein Schlaf unterbrochen werden, wenn du das Handy nicht auf lautlos machst oder die Strahlung führt sogar dazu, dass du nicht in die richtige Regeneration kommst, wo du eigentlich hin sollst. Das ist ein sehr, sehr, sehr umstrittenes Thema. Es gibt ganz viele Experten, die ganz klar empfehlen, das Handy nicht mit ins Schlafzimmer zu nehmen. Es gibt Menschen, die sagen, das ist eher vernachlässigbar. Es gibt aber einen Tipp, der eher dazu führt, dass du das Handy auf jeden Fall nicht direkt neben deinem Kopf liegen haben solltest. Und das ist, wenn du das Handy als Wecker nutzt, versuche es so weit wie es geht, von deinem Schlafplatz wegzulegen, denn dann stehst du am nächsten Morgen auch wirklich auf und kommst nicht in die Situation, auf Snooze zu drücken, also auf diese, ich stelle meinen Wecker quasi nochmal 10 Minuten zurück und nochmal 5 und nochmal 10 und dann bin ich plötzlich in dem Superstress am nächsten Morgen. Und versuch, wenn du das Ganze jetzt umsetzen möchtest, auch so mit dem Thema Schlafzeitpunkt, versuch einfach nicht immer zur selben Zeit ins Bett zu gehen, sondern versuch einfach immer zur selben Zeit aufzustehen. Das wird es dir maßgeblich erleichtern,
auch zur richtigen Zeit ins Bett zu gehen, denn dein Körper wird dir sagen, wann er müde wird. So viel erstmal zum Thema Schlafroutine, die 5 wichtigsten Tipps. Wenn du Fragen hast, sehr gerne in die Kommentare. Wenn du irgendwas zu ergänzen hast, wo du sagst, das fändest du auch super wichtig, dann schreib das auch sehr, sehr gerne in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich dir einen ganz tollen Tag. Bis dahin, dein Timo.